Jo, und Beric braucht. Ja, Magieverteidigung gebe ich mal ein bisschen. Weil dieser Wert macht auf jeden Fall unten seine ganzen Unterstützungsskills besser. Sein Aufweichen ist zwar schon auf 101. Was bedeutet das? Dass wahrscheinlich ihr in die Unendlichkeit gehen könnte mit den Skills, was cool ist. Aber Abzüge finde ich gar nicht gut. Jo. Dann untersuchen wir erstmal die Jungs hier. Zum Beispiel nach dem Bronzeschwert aus dem unbeugsamen Land. Das leider genauso gut ist wie das, was Beric gerade trägt. Lederhandschuhe für mich. Was bist du? Ein Zweihandschwert. Das bringt mir leider nichts. So, du hast noch was unter deinem Bett versteckt. Das nehmen wir auch mal alles an. Sorry, can't do that. Dann können wir uns hier oberhalb noch ein bisschen umsehen. Ja, hier sind die Altmauern. Okay. Das heißt, es geht nur hier runter in die Bresche. Hier ist noch ein Eisenküras. Soweit das Auge ragt, Felssacken. Ja, das hatten wir bereits. I'd say that's worth a second glance. Da ist was kaputt. Oh, Stab der Geisterberührung. Was für sie, würde ich mal sagen. Sogar mit einer Grabfähigkeit, hä? Bei kritischen Treffer mit Waffe, zieh Gegner, Gesundheit erzogen, bla bla bla. Wow. Ist auf jeden Fall besser als das Ding hier. Macht jedenfalls Schaden, mehr Schaden. Und du hast doch eine kaputte Rüstung, oder? Ja. Sorry, can't. Brace yourself. Oh. New dent. Hey, nobody saw that, right? Also mit Schaden machen haben die Gegner schon mal nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. You dent. I'll tear your skeleton out by your ass. Wir sollten Beric trotzdem mal ein bisschen heilen. Hier oben sind die etwas schwierigeren Gegner, würde ich sagen. Für die wir uns ein bisschen buffen sollten, weil vor allem da sind auch solche Plagen dabei. Wenn ich mir das so ansehe, die haben... Naja, Ausweichen ist sehr gering. Und sie haben keine Rüstung. Sie haben allerdings gegen Schockschaden Rüstung. Die haben ein höheres Ausweichen. Look at that. Okay. So, Beric. Whatever you need. Oh, that one hurt. You got it. Another scar. Okay, das ist schon mal heftiger. I'll tear your skeleton
find out by your ass. Learn something every day. Gut, was ist doch? Zwei Hauch, die sind allerdings nicht so wild. Die Plage ist schlimmer. War der falsche Zauber, egal. You got it. So, die Plage ist schwerer verletzt. Hat er das jetzt benutzt? Ja, hat er. New dent. Right. New dent. Gut. Stufenaufstieg für mich. Das bedeutet, hier rein für ausweichen oder hier rein für parieren. Ich würde sagen, hier, dass beide Wurfwaffen verbessert werden. Und jetzt Fähigkeiten. Führung lasse ich jetzt mal. Ich hätte jetzt lieber mal wieder was in Reichweite. Er hat eine Chance, physische Geschosse zu fangen und zurück auf die Angreifer zu werfen. Verleiht Angriffe mit Wurfwaffen Rüstungsdurchdringung. Warum habe ich das eigentlich noch nicht freigeschalten? Oh, ein Schild. Das ist dann eher ein gutes Schild. Jedenfalls für Beric. Und das ist der Schlüsselstein, den wir brauchen. Ja. Das heißt, es geht mal wieder in Ruinen mit Geistern. Beric, du legst mal diesen Schild an. Hut eines Adligen. Ist schon mal was für App. Die Sigil kennen wir bereits, also kann alles hier rein. So, ein Hut für App. Dann machen wir die Truhe mal auf. Ressourcen zum Turm upgraden. Das gefällt mir auch gut. Wenn wir nämlich diesen Turm hier eingenommen haben, dann können wir da mal eine Schmiede draufsetzen. Und das Schwert ist genauso gut wie Beric's aktuelles Schwert. Also kommt's auch weg. Ja, okay. Bis jetzt ist das okay, weil die Geister, die können nicht so viel wie die Krieger. Bis jetzt, sie kommen halt in größeren Scharen, was mich ein bisschen wachsam lassen sein muss. Und ich muss mal die Verbrauchsgegenstände durchsehen und gucken, dass ich mir ein paar ins Inventar, in die Schnellleiste packe. Okay.
Eine Plage und zwei Hauchs. Not a problem. So. Jedenfalls, was ich sehe an Gegnern. On it. More on their way. Okay, erst muss die Plage weg. Dann können wir uns um den Hauch, um die Hauchs kümmern, weil. So, Beric, du spottest mal alle an. Oh, you're not going anywhere. I'll tear your skeleton out by your ass. That's how it's fucking done. Bleed out, you little shit. Und ein bisschen Focus Damage. See more of these vile swarms as we advance. Let us be wary. Leichte Lederrüstung. Haben aber die meisten jetzt schon angelegt. Beric kann leider nichts anderes anlegen. Will do. Oh. More bodies to pile in our way. That one rattled me hard. Oh, ein paar Kleriker halt, oder? Ja. Ach, die haben ja eine Rüstung gegen Elektrizität. That's how it's fucking done. Fall before me. So. Also bei diesen leuchtenden Dingern aufpassen. Hier könnten Gegner drin sein. Oder Obst. I got it. Wurde diese Geisterfalle von Ungebrochenen auf dem Weg hinein oder von Geistern, die hinaus wollten, zerstört? Sonst noch irgendwas, was wir uns angucken können? Der Kristall in der Leuchtsäule schimmert sanft. Der Kristall in der Leuchtsäule schimmert sanft, als du den Fackelschlüssel näher heranbringst. Garo, berühre die Leuchtsäule mit dem Garo-Fackelschlüssel. There's an arcane glow from those wall sconces. We should investigate. Cautiously. Vor den Wandornamenten geht ein kahles Leuchten aus. Wir sollten es vorsichtig untersuchen. So. Das hat uns jetzt den Weg weiter geöffnet. You want me to be subtle? Wir sollten aber auch vorsichtig sein. Wow, jetzt patrouillieren sie sogar schon. Okay, ich denke mal, bevor ich jetzt hier weitergehe, werde ich erst einmal wieder speichern und einen Cut machen. Also, Spiel speichern. Wir sehen es bei LP 14. LP 014. Speichern. Und dann würde ich sagen, erkunden wir beim nächsten Mal die Ruinen weiter. Ja, die ganzen Sachen, die jetzt wirken mittlerweile. Edikt der Stürme. Ja, das ist ja auch so die Sache. Fernkampfschaden und Genauigkeit reduziert.
Aber ja, gut. Also, bis zum nächsten Mal.